Wir gehen down under. Es läuft nämlich das erste Grand Slam Turnier im Tennis des Jahres. Und die gute Nachricht ist, dass auch viele Mannheimer mit dabei sind. Insgesamt 6 Mannheimer Tennisspieler und 3 aus Weinheim. Die schlechte Nachricht ist allerdings, dass nicht mehr alle mit im Turnier sind. Mit dabei ist dagegen er hier noch, Dominic Thiem. Der Österreicher wurde mit Grün-Weiß Mannheim deutscher Meister. Er gehört dort in Melbourne durchaus zum erweiterten Favoritenkreis. Mit Radu Albot und Maximilian Marterer haben die Mannheimer noch 2 weitere Eisen im Feuer. Weinheim hat mit John Millman und Thomas Fabiano auch noch ein Duo vor Ort. Und dann haben wir hier auch noch Alexander Zverev, die große deutsche Tennishoffnung. Mit Daniel Steinbrenner von Grün-Weiß Mannheim wollen wir jetzt besprechen, was denn tatsächlich möglich ist. Nicht nur für Alex Zverev, sondern auch mit den Mannheimern. Herzlich willkommen, da ist er. Lass uns zunächst über Dominic Thiem sprechen. Heute gespielt, es war ein sehr spannender Krimi und jetzt ist er doch eine Runde weiter. Wie sehr hast du mitgefiebert und was ist für ihn auch noch möglich? Ich habe sehr mitgefiebert, also die ganze Region hat mitgefiebert, weil ich bin doch froh, dass der Dominic das noch gewonnen hat. Das war sehr ein knappes Ding heute. Mhm. Erste Runde ist nie einfach. Ich finde, er hat sich dann noch ganz gut aus der Affäre gezogen und hat es dann noch zum Schluss ganz gut gemacht. Und ich denke, das war wichtig für ihn, für die nächsten Runden auch, dass er noch weit kommt, hoffe ich. Was ist für die anderen noch drin? Also 3 insgesamt für Grün-Weiß Mannheim, die da am Start sind? Ja, wir haben jetzt mit Radu Albot, der auch eine gute erste Runde gespielt hat, und mit Maxi Matera noch 2 weitere Grün-Weiß-Akteure im Rennen. Mhm. Hoffe, dass die auch noch weit kommen. Ist auch eine Tagesformgeschichte. Ich glaube, dass gerade bei so einem Grand Slam, das ist was Besonderes für jeden Spieler. Mhm. Ich glaube, dass da, wenn man das Momentum erwischt, dass man da auch schon versuchen kann, auch mal gegen gesetzte oder gute Spieler da was zu ziehen. Da bin ich mir sicher. Bleiben wir gleich bei den guten, bei den sehr guten Spielern. Wer sind so für dich die großen Favoriten Down Under? Ja, da würde ich schon noch klassischen Quartett würde ich da auf alle Fälle mal ausrufen. Das ist Federer, das ist für mich der Djokovic. Alex Zverev zähle ich auch dazu und Rafa Nadal. Das sind für mich so die 4 Spieler, die auf alle Fälle sehr großes Potenzial haben. Ich hoffe, dass der Roger vielleicht es noch gewinnt, auf seine alten Tage hin. Ja. Aber ich glaube, insgeheim sehe ich Djokovic als Favorit an. Ja, Alexander Zverev ist natürlich eine spannende Geschichte mit dem krönenden Abschluss im vergangenen Jahr. Jetzt ist er ja auch noch super jung, ne? 21 oder wie alt er ist. Ist er tatsächlich endlich jetzt soweit, mal einen Grand Slam zu holen? Ich glaube, letztes Jahr der Sieg bei der ATP-WM, das hat ihm sehr viel gegeben, sehr viel Selbstbewusstsein. Und ich glaube, dass er jetzt auch bereit ist für den nächsten Schritt. Das wäre nämlich ein Grand Slam zu gewinnen. Mhm. Und ich traue ihm einiges zu. Es wäre gut fürs deutsche Tennis, wenn der Alex da bei den Australian Open jetzt sehr weit kommen würde. Wird nochmal einen richtigen Schub geben für uns und ich hoffe sehr, dass er weiterhin so gut spielt. Wie wichtig ist es auch grundsätzlich, in das Jahr gut reinzustarten, also gleich mal mit einem guten Match, mit einem guten Turnier? Enorm wichtig, weil man kann von so einem Grand Slam viel mitnehmen für die weiteren Aufgaben, die da anstehen. Und die Spieler haben sich alle sehr hart vorbereitet, jetzt über Weihnachten. Und die wollen alle jetzt Gas geben und sind alle sehr hungrig und heiß auf die Australian Open vor allen Dingen. Und ich hoffe halt, wir hoffen, dass halt eben die Jungs, unsere Jungs auch dementsprechend auch von Australian Open viel mitnehmen für die nächsten Aufgaben. Das wünschen wir auf jeden Fall. Ein gutes Turnier und vielen Dank, Daniel Steinbrenner. Gerne.